Herzlich willkommen zurück hier bei Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Willkommen zurück in der Schattenburg. Besser gesagt im Probenlager von der Schattenburg. Wir haben dann aufgehört zu erkunden. Jetzt machen wir weiter. Ich habe... Shit. Was haben wir hier? Ein Runenbogen. Kann man immer gebrauchen. Sehr gut. Vor einen Fahrstuhl. Noch nicht, noch nicht. Liegt etwas auf der großen Figur. Stimmt mit ihm nicht hier? Ich tippe mal, dass man von oben herunterspringen kann. Okay. Ah. Feuerspirale, Verbrauchsobjekt. Was haben wir hier? Just tarnished. It's been some time. There was one thought I could not dislodge from my mind. So here I am, quite unable to move on. Yeah. After Lord Moak's slaying at his dynastic palace, it appears his body has been absconded with and taken straight to Kind Mikola. Surely you recall that I once served Lord Moak as a pureblood knight, after failing him in every regard, and losing sight of my vows. I'd do anything to make amends, in whatever meager way I can. Really? What could they possibly have in mind for Lord Moak's remains? The implications are rather unnerving. What could they possibly have in the implications? Okay. Give me loot. Give me some loot. Oh, sehr stabil. Ah, hab ich noch gar nicht gesehen hier oben. Stören bei der Arbeit. Ah. Er wieder. Ah, auf ihn. Was gedroppt. Er hat diesmal kein großes Schwert. Ja, Feuerritterrüstung. Geil. Die ist gar nicht mehr schlecht. Rüstung der Feuerritter, die unter dem persönlichen Befehl von Mesmer dem Fehler standen. Sie hypt sich durch ihren roten Umhang und die zwei goldenen Schlangen um den Nacken ab. Verstärkt Feueranrufungen Mesmers. Oh. Nur sie kannten Mesmer wirklich, seine Flamme wie Schlangen. Die schmerzhaften Schicksale, das mit seiner verfluchten Form einherging. Look at this! Muss ich doch abformen. Scheiße. Kann ich ja so einen Feuermarker draus bauen? Ich habe ja noch so einen Ring gefunden, der vulkanische Sachen verbessert. Ich glaube, da kann man echt was machen.
Okay. Wir sind immer noch weiter oben. Wir haben immer noch den Fahrstuhl. Was ist denn das? Ich sollte mich immer noch heilen. Ich bin einer von euch, seht ihr das nicht? Schwarzer Feuerfall. Oh, da ist noch einer. Boden. Danke. Hallo? Please give me Feuer oder Hell. Ganz schön selten so gefreut. Ich fand meine Mischung gerade aus diesen anderen Teilen doch ganz geil, muss ich sagen. Vielleicht. Baue ich mir das so zusammen. Oh. Ach, verdammt. Ich weiß gar nicht, wo man hier so richtig anfangen soll. Und hier kann man sehr viel erkunden. Uiuiui. Ui. Ist, muss ich gleich auf den Rücken springen oder das schaffe ich ja von hier aus nicht. Oh, ich dachte schon. Yay! Pferdegeisterasche. Haben wir das auch erledigt. Gut umschauen. Ah, hallo. Ah. Ah, schade. Parkour. Hier unten waren eigentlich jetzt gut erkundet. Wir müssen jetzt hoch. Und den Fahrstuhl dürfen wir nicht vergessen. So krass. Der Helm ist ein bisschen hässlich. Naja, gut. Oh, ich glaube, ich habe ihn. Mich doch noch erwischt. Oh, ne. Jetzt das Schwert. Ich muss hier mal kurz wegmachen. Großschwert der Feuerritter. Großschwert der Feuerritter. Eine lange, schlanke Klinge, die wogt wie Feuer. Mit einer Flammenanrufung gesegnet, einer weiteren Flammendurchflutung verstärkt den Effekt und erhöht die Macht der Waffe deutlich. Talentstampfer. Boah. Oh, die Reichweite. Was zählt das Riesenschwert? Das ist ziemlich schnell. Oh. Das ist ja geil. Wieder ein Bestienhorn. Ich kann jetzt nicht. Ah, ich muss es aufrüsten.
kann jetzt auch nicht zurück, ich muss erst am nächsten Gnadenpunkt. Blind. Manchmal sollte man vielleicht mal aussortieren. Scheiße. Ich bin aber wirklich zu dumm gerade. Hier. Da komm ich! Bam! Versaut. Oh ja, noch Dolch, die hab ich auch noch. Viele Schläge hintereinander. Einfach den Schaden tanken. Nichts gedroppt. Was haben wir hier? Noch eine Spritze. Hier ging nicht auf. Jetzt geht es immer noch weiter hoch. Da kein Gegner ist. Krummfingermedizin. Lange nicht mehr bekommen. Kann man aber auch einfach herstellen. Jawohl. Durchgeschnetzelt. Oho. Nein! Nein, der hat mich keine... Ich hab's nicht mehr hingekriegt. Scheiße. Deutsche Beine, Hand brauchen wir noch. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Ich brauche meine Seelen. Fuck. Rune natürlich. Oh, der hat mir einen Helm gegeben. Ich hab den Helm jetzt. Jetzt ist der auch was komplett. Keine Zeit für euren Mist. Dass er immer die hier anvisieren will. Das kann. Ich muss einfach. Jawohl, drop. Schmiedestein 7. Naja, gut. Erinnert mich trotzdem an Dark Souls 1, auch die Bibliothek zum Beispiel. Nice.
kein Drop. Handschuh. Ja, ich hab wirklich die Rüstung komplett. Ich finde was. Schön in den Nacken. So. Wo ist er? Nicht ohne meine Runen. Da, hat er verdient. Hat er verdient. No hit, baby. Und? Spielstein 8 und 7. Nicht schlecht. Kompletter Overkill. Na, hier kann man dann auch noch drüber. Möchte ich noch nicht. Erstmal das hier. Wo Gegner? Duellantenschild. Holy, what? Nicht schlecht. Eine Kombination aus Waffe und Schild, ein sogenannter Stoßschild, ermöglicht gleichzeitiges Angreifen und Verteidigen. Eine Waffe, die einst in einem Ritualkampf zu Ehren des Erdenbaums geführt wurde. Eine Tradition, die irgendwie im Reich der Schatten verblieben war. Talent Schildtreffer, ein Talent, das mit dem Schild zum Angriff verwendet. Durch wiederholte Eingabe könnt ihr mit bis zu 3 Angriffen nachsitzen. Nicht schlecht. Wenn man es braucht. Wir haben auf jeden Fall noch den Weg hier nach hier oben. Wir haben den Fahrstuhl noch. Fahrstuhl ist einfach und schnell zu erreichen über Gnadenpunkt. Dass hier keine Nachricht drauf ist. Wie groß ist das? In Bloodborne gab es auch so eine Gnadenpunkt, gab es auch so eine große Bibliothek im Addon. Nachricht vom Kreuz des Lagerhauses. Lagerhaus? Von Sir Ansbach hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikellas Spur folgen. Mikella. Es scheint, als hätte das Volk das Bergfrieds des heiligen Viertel geflutet. Zum Skelebaum führt, um den Zugang zu versperren. Von diesem Lagerhaus führt zumindest kein Weg dorthin. Vielleicht gibt es irgendwo in diesem Bergfried einen anderen Weg zum Heiligen Viertel. Okay. Skelebaum Fragment! Hier lasse ich meinen rechten Arm zurück. Oh, das ist ein neuer. Hat man noch nicht. Okay. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Ah ja, ich habe schon mitbekommen, was haben wir hier? Sturmfalkenfeder.
Ich bin jetzt gerade unschlüssig. Ich werde erstmal den Fahrstuhl benutzen. Krank. Schauen wir mal. Probenlager. Gehen wir nach links. Und dann sind wir schon da. Ich glaube, das ist nur eine Abkürzung. Nach unten. Hier, da liegt auf jeden Fall noch etwas, was ich nicht eingesammelt habe. Wow! Wow. Bam! So splattert. Wow. Goldener Federtierfuß. Wo sind wir jetzt hier rausgekommen? Was ist hier los? Sind wir denn zum Teufel? Ein ganz anderes Gebiet. Kriegsasche Funkenwand. Wow. Ja, es gibt einfach so viel hier in dem Spiel. Ja. Eine Kriegsasche verleiht eurer Waffe keine Affinität, aber folgendes Talent. Funkenwand verteilt duftendes Pulver in der Nähe, das nach kurzer Verzögerung starke Funken schlägt. Aufladen, um die Stärke und die Reichweite zu erhöhen. Die Eigenschaften der Funken hängt von der verwendeten Parfümflasche ab. Verwendung mit Parfümflaschen. Jetzt gedacht. Das ist wie so ein Krankenhaus. Soll es bestimmt auch sein. Warum immer leiden? Ah, hat noch was gedroppt. Cool Fleisch. In der Reihenfleisch. Ich würde eigentlich noch das Schwert rüsten. Es ist einfach nur krank jetzt. Handbuch 4 des Militärpriesters. Was mache ich denn? Völlig besoffen. Bauplan der frommen Schlachtfeldpriester. Diese Glaubenswächter kämpfen erbittert, um ihre Kunde im Reich der Schatten zu verbreiten, wo es keinen Erdenbaum zu bestaunen gab. Mit diesem Wissen könnt ihr folgendes herstellen: Stein der Sonnenwärme. Okay. Das ist super hässlich, einen Helm unternehmen. Quäpe besser. Warte mal. Ist das so ein Geheimnis im Geheimnisraum? Jetzt bin ich sicher. Ich hätte jetzt nicht so was Großes hier erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber das Gebiet scheint ja sowieso riesig zu sein, deswegen werden es
wohl mehrere Teile werden. Innereienfleisch. Ist ja ekelhaft. Okay. Oh, ich dachte, jetzt steht was vor mir. Wow. Was ist denn jetzt los? Hm. Kommt trotzdem ran. Hört dann einfach nur auf. Iris der Gnade. Was ist das? Verbrauchsobjekt? Hier. Auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren. Kann auch verwendet werden, um den Segen einer ausgerüsteten großen Rune zu erhalten. Im Reich der Schatten wurde diesen Gegenstand von den Priestern des Erdraums genutzt, um die Furcht in ihren Anhängern zu mindern. Mit Erfolg. Ja, bedeutet das jetzt, gut, ich krieg dafür, damit kann ich meine große Rune aktivieren. Aber es ist ja ein Verbrauchsobjekt, danach ist es weg. Ähnlich wie Runenbogen oder das andere, was daneben lag. Schwerer gesprungener Topf. Cool, da kann ich noch einen weiteren rumwerfen. Was ich nie mache. Ich wollte eigentlich nochmal den Steintopf testen. Ja, genau. Das machen wir jetzt einfach mal. So nebenbei. Wieder vergessen, die Waffe aufzurüsten. Ich muss die Waffe aufrüsten. Innereien. Was soll das? Okay, weiter geht's. Ist gleich wieder die Folge vorbei hier, das ist ja der Wahnsinn. Da muss ich sagen, wie er drauf gesprungen ist. Das ist einfach ein anderer Weg, denke ich jetzt ganz einfach. Und ich denke mal, in dieser Nachricht eingeschrieben, was da geschrieben drin stand, war das mit dem Sargen. Einen anderen Weg rausfinden oder weiterfinden. Wahrscheinlich Trio. Wird der nächste Boss ein Trio sein? Wow. Alter, was man hier drin levelt, ist unfassbar. 21, sagen wir mal 22.000 brauche ich noch. Leicht drüber. Stufenaufstieg 53, jetzt ist Kondition wieder dran. Genau. Das ist ein Schwert, machen wir. Ah ne, wir machen es jetzt. Hoffentlich kann ich es gut ausrüsten. Aufrüsten.
Großschwert der Feuerritter. DD. Das ist echt interessant. Müsste ich vielleicht gucken, ob man da noch eine. Die Affinität vielleicht? Ne, kann man wahrscheinlich nicht. Ausbilder. Okay, was braucht man jetzt? Ach, wieder nur Runen. Genau für diesen Fall hebe ich mir sowas auf. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich achte gar nicht drauf, muss ich sagen. Achte 3200. Und wieder nur Runen. Was ist denn hier los? Ich brauche noch für. Ich muss noch bitte was mehr nehmen. Reicht das jetzt erstmal ein Stück? Außen. Sonst hier mit die Steine. Nein! Aber Schaden ist, glaube ich, doch, es ist beachtlich, muss ich sagen. Er eskaliert eher auf Geschick. Er eskaliert auch ein bisschen mit Glauben. Aber das mache ich ja alles noch. Geschick level ich ja auch noch hoch. Nein, ich wollte. Na gut, vielleicht. Das reicht nicht. Wir brauchen nochmal. Ah, wir brauchen fast nichts. Gut, dass ich geguckt habe. Jetzt müsste die hier reichen. 200, wow. Am Anfang, ne, war das so viel wert. Bam, endlich Maximum. So. Ja, das Schwert skaliert natürlich viel mit Stärke, logischerweise. Deswegen der Bonus von 488. Aber hier. Das ist schon ein verdammt starkes Schwert, was ich hier habe. Eieiei. Gar nicht so beachtet. Sexy, unfassbar geil. Richtig, Aktion wäre das wohl erst in der nächsten Folge sehen. Oh no! Ach, das mach ich denn. Westlicher Schutzwall. Das ist doch mal die. Ah, da kann ich wirklich eine andere. Ich will den Stoß nutze ich nicht. Das war stark. Geht zwar mehr der Schaden dahin, logischerweise. Lass gucken. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die sinnvolle Variante. Mag ich noch rein zu quetschen mit Blödsinn. Oh hier, guck mal, dieses Bullen macht auch körperlichen Schaden extrem hoch. Aber ich würde eher tatsächlich wirklich auf dem hier gehen. Na oder so nehme ich Geschick raus. Und ich nutze meine Skalierung richtig, macht vielleicht mehr Sinn, hab dazu einen kleinen Bonus von Flammenschaden.
Und hier ist sie eigentlich flammend sinnvoller, würde ich behaupten. Ja. Kommen wir jetzt auf die 800 Schaden. Wir können es ja noch ändern. Oh ja, es ist eigentlich schon geil. Unfassbar geil. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao. Was denn aber da?